Bomb Enemy Within. Wieder einmal auf dem Auswahlbildschirm hier. Wir haben wieder Taya Tuhun dabei. Und natürlich unsere Yoko. Wille 47. 40. Ja, gut. Dann machen wir doch mal hier Yoko. Taya. So. Die mit dem höchsten Willen machen wir einfach mal zum Squad Leader. Der, wo ganz vorne steht, ist der Squad-Anführer. Und das mit dem höchsten Willen und so, das wird später relativ wichtig werden. So, dann brechen wir mal auf. Gott, in meiner... stehen bleiben. Gut. In diesem Testspiel, was ich hatte, oder als ich mal eine Runde Test gespielt hatte, Transporter ist eingetroffen. Voll dumm. Habe ich mal ein paar, die ersten paar... Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Zweite Welle Optionen eingestellt. Die Aliens verstärken ihre Aktivitäten in mehreren Großstädten. Wir müssen ihnen Einhalt gebieten, um eine Massenpanik zu verhindern. Ich hatte Leute dabei, die hatten einen Willen von 23 und keine Ahnung. Und egal was passiert ist, die sind sofort ausgerastet und ausgeflippt, in Panik verfallen. Nee, das ging echt nicht klar, ey. Also, nee. Ich weiß nicht, wie der Christopher Ott das macht. Ich habe keinen Plan. So. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Oh, Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Sehe ich gleich noch das andere? Nö, wäre zu schön gewesen. Ich brauche erstmal Full Cover. Lauf du mal vor, Taya. Okay. Schön durch die Wand geglitscht. So, meine Rookies, was mache ich mit euch? Das ist Half-Cover. Ja gut, wenn die Aliens auf uns zukommen, allerdings Half-Cover will ich nicht. 10-4. Das werden wir noch sehen. Yoko. Das ist... Warum ist das Half-Cover? Ist doch dumm. Du kannst nicht ganz vor... Ich bin plötzlich mal da. So, und schätzungsweise einer der Rookies muss halt in den sauren Apfel beißen und... Ach nee, der kann hier hin. Okay. Im Laufschritt. Schön. Mal gucken, was die zwei hier machen. Gut, war zu erwarten. Oh, er kommt näher. Warum ist der in Full Cover? Und er hat gar kein Cover mehr. Und da kommen zwei mehr. Scheiße. Fuck. Sie rücken vor. Okay, okay. Da muss ich aber auch hinsprinten. Das ist doch scheiße. Ah, Yoko, du siehst was. 55% ist ja nicht gerade prickelnd. Den, der meint, meldet, den siehst du natürlich nicht. Might as well. Komm, den Trisch. Oder auch nicht. So, Gunby, du stehst ein bisschen scheiße. ...45, 45, 25 und 25. Ja, probier mal den hinteren da Platz zu machen. Verlass dich nicht auf Rookies. Ach, Mann, ey. Fuck. Ist
ist das eine gute Idee? Das ist die Frage. Let's do this. Wird schon schief gehen. So, und du flaggst dich mal darüber. 45, 25, 45. Ja, komm, triff was. Komm, komm. Nice! Schön. Oh, und Cooper wurde befördert. Hm. Da wird mal wieder jemand lautet. Du ziehst dich zurück. Interessant. Wow. Full cover for the win. Ja, schlag die Tür auf. Und komm, komm. Ja, klar. Komm. Fuck. No, Jesus. In hand, Commander. Snap. I'm on it, Commander. Geh doch mal hier hinter. 30, 30. Du siehst nur die zwei. Dann probierst du es halt bei dem hier. Adjusting aim. Du bist flankiert von dem da drüben. Das ist Full Cover. 64, 25, 45, 25, 55. Nimmst du 64, komm. Oh. Miss the target. 55, 55, 53. Ich muss den da drüben platt machen. Komm, Joko. Vorbei. Ah, ein Treffer. Ja, schön. Weißt du was? Ich bin mal so krass. In Bewegung. Davon, da müsstest du eigentlich 100% haben. 92. Verkack die nicht, ansonsten bist du tot. Geht doch. X-Ray neutralisiert. Ja, doch, Full Cover auf jeden Fall. Okay. Das ist typisch. Kaum nehme ich auf, kommen alle Leute an. Auf Feldposten. Interesting. Hm. Wäre zu schön gewesen. Du hast jetzt natürlich kein Cover mehr. Fuck, und das Viech da hinten ist ja auf Feldposten. Snap. Joko. Kannst du den meinen? Komm, probier's mal. Fünf und. Nee. Na, aber vielleicht. Ja, nice! Joko. Ich sag's euch, Joko. Geht immer wieder hier Full Cover. Siehst du den? Ja, du siehst den. 25. Nö. Übelst mies, die schießen auf uns. Alles geht kaputt, alles am Arsch. Aber wir schießen auf die nix. Und guck mal, was die aus den zwei Wänden da gemacht haben. Hier. Ein Schuss, Wand, Arsch. Bei uns? Nix. 25, ja, komm, Feldposten. So, was machst du jetzt? Du schießt. Guck dir mal die Scheiße an! Warum können wir das nicht? Ich will das auch können. Ah, das meldet es da hinten, okay. 30, immer noch. Gehst du mal auf Feldposten. Joko. Zieh dich mal hier rüber. So, Gunbuy. Ja, nee. Oh, da kann ich aufs Dach.
dann weiß ich, wo ich Joko hinziehe. 25. Da gibt's eine Hintertür. Ich habe nur Angst, dass ich mehr finde. Bin schon da. Aber da haben wir ja noch eine Runde Zeit. Ah, okay, da ist das Meld. Meld. Dann ziehst du mal darüber. Komm schon. Und Wand ist immer noch intakt. Die Wand interessiert halt einen feuchten Furz. Oh fuck, ich muss von dem Wagen weg. Snap! Full cover. Und geflankt. 93, komm. Du findest doch 100% wieder Aliens. Nein? Cam? Ja, bin ich immer so frech. Und noch ein Zug! Scheiße! Ah, nice. Mission erfüllt. Boah! Geil! Gut, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass es der letzte ist. Okay, wir haben zwei Meld. Geiler Scheiß. Ah. Ah, sorry Leute, meine Nase ist ein bisschen verstopft. Ah. Gut, die Mission über keinen verloren, so wie sich das gehört. So. Commander ins Lagezentrum. Commander ins Lagezentrum. Platsch. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ich bin beeindruckt, dass es Ihnen ohne eigene Verluste gelungen ist, so viel von der Meld-Substanz in unserem Besitz zu bringen. Ja, ich bin halt Pro. Der Spezialist für schwere ein Waffen Heavy. Leistet wichtige Arbeit für den Trupp. Okay, du bist blau. Mit dem Raketenwerfer im Schlepptau ist er ein wahrer Zerstörungsexperte. Die Sturmeinheit kämpft am vorderster Front. Sie geht als erste in den Kampf und zieht als letzte ab. Interesting. Very interesting. Was haben wir hier? Stadtkampfabzeichen. Commander ins Lagezentrum. Commander. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ja, das war ja sowieso klar. Was wollt ihr jetzt? Jedes Ratsmitglied wird Satellitenabdeckung fordern. Oh, Scheiße. Wir sollten den Einsatz sorgfältig planen. Egal, jetzt habe ich erstmal wieder 200 Credits. Heißt, ich kann Satellitenkontrollzentrum immer noch nicht bauen. War zu erwarten. Ach so, kann ich auch noch nicht bauen. Ja, lustig. Bau mal den Aufzug weiter. Heb hier mal aus. Und dann habe ich erstmal, was ich brauche. Obwohl, bau mal. Es ist jetzt vielleicht eine scheiß Idee, aber bau mir hier ein Kraftwerk. Ich brauche Power. Alles klar. Scopes kann ich demnächst bauen. Ich verstehe immer noch nicht, was ich die... Ups. Sorry, Wagen. Ich wollte dich jetzt hier nicht... Commander, wir bekommen eine Übertragung von Rat. Sie kommt jetzt auf den Monitor. Och, nö. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Entschuldigt mich ganz kurz mal. So, jetzt. Ja. Jüngste Berichte melden, dass ein UN-Botschafter und seine Mitarbeiter in Amerika im Alien-Angriff geraten sind. Würde dieser Diplomat getötet, wäre Panik die Folge. Die Effektivität von XCOM würde leiden. Wir brauchen einen Trupp ihren Soldaten. Neuen Unterstützer, Sergeant. Whatever. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Ja, ich kann immer noch keine Scopes bauen. Fucking. Die brauchen vielleicht noch eine Scheißstunde. Das ist mein Glück, Leute. Naja. Halten wir uns damit nicht zu lange auf. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Wo ist Blau? Blau! Da.
Und du kriegst einen Helm. Du bist heavy. Du kriegst einen Helm. Ja. Du kriegst einen Helm. Du brauchst noch einen neuen Namen. Da überlege ich mir aber noch was. So. Du. Ich bin schon kurz davor, dich Sitch zu nennen. Also mit Schrotflinte und so, ne? Ne? Ja. Ja, passt. Aber ich gebe dir erstmal Sturmgewehr mit. Schroti braucht man nachher. Ja, du hast auch eine deutsche Stimme, oder? Ne, du hast Englisch. Taya hat Englisch, soweit ich weiß. Und Yoko, was hast du für eine Stimme? Auch Englisch. Bien, Kommandant. Bestätige. Position confirmata. Brilliata. Enseguida. Solid copy. Ja, von mir aus. Okay, Freunde, dann in der nächsten Folge. Auf geht's, den VIP zu retten. Den UN-Mitarbeiter. Es kann ja was werden. Das heißt, wir treffen das erste Mal auf dünne Männer. Oh, fuck. Das wird schlimm. Also gut, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Nicht vergessen, liken, subscriben. Apropos liken. Irgendwie in letzter Zeit... keine Ahnung. Vielleicht kommt es mir nur so vor, aber ich glaube, einige von euch sind ein bisschen like-faul geworden. Ich meine, hey, es hilft mir aus und wäre auf alle Fälle cool, aber ey, ich zwinge euch zu nichts. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal, wie gesagt, fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann diesen UN-Mitarbeiter retten, was auch immer der in Amerika macht. Auf jeden Fall, Freunde, stay frosty, stay awesome. Bis zum nächsten Mal und ciao. Wow, unter 18 Minuten? Nicht.